Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Divine Divinity. Das letzte Mal hatten wir einiges erledigt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben das in der Kaserne gemacht, im Dorf. Hier einiges erkundet und wollen heute mal in die Waldläufer-Gilde reinschauen. Und wenn wir mit denen gesprochen haben, dann den Rest des Gebiets erkunden und eventuell das Haus da swatten, sofern möglich. Die Gilde der Schützen nimmt zurzeit keine neuen Mitglieder auf. Schade, dabei bin ich doch so ein Schütze. Das ist das Kind. Sei tapfer und so. Und noch Fleisch für dich? Ne, jede Menge. Hier ist noch Fleisch. Guck. Bin dabei. Der wollte das nochmal mit dem Hintereingang sagen. Elredor Elfenlord. Was hast denn du? Du hast einen ziemlich interessanten... Moment. Unser Bogen macht auch ziemlich viel Schaden. Aber nicht so viel wie der. Der bringt noch Gewandtheit, Attacke. Holzseil 6 als Holzseil. Das müssen wir jetzt gucken. Der macht mehr Schaden, braucht aber länger. Zur Sicht. Und ja, der schießt einfach schneller. Und wenn die Erholzeit wirklich in Sekunden ist, dann ist die Erholzeit von 4 natürlich deutlich besser. Dann schießt der hier 50% schneller. Und das macht den Schaden dann schon wieder weg. Preis ist auch ähnlich. Schade. Das Identifizieren müssen wir da nochmal. Oh, das ist so viel. Wie kannst du ja gar nicht nehmen. So, also. Seid willkommen. Verzeiht mir, dass ihr solchen Namen kennt. Ja, ich kenne zumindest euch. Zalando sprach um seinen Träumen und erzählte mir von eurer Lage. Oh. Ihr seid der Elfenherrscher. Jener Zalando lief mich an, Aktivierungsschrift der Tolle zu tragen. Ihr habt ein gutes Gedächtnis. Könnt ihr mir sagen, wo die Schriftrolle finden kann? Üblicherweise würde ich diese Schrift nur am Elfen machen, aber die Worte Zalandos haben viel Gewicht bei meinem Volk. Da werde ich euch vertrauen und die Schrift. Oh. Das ist das elfische Wort für Mensch. Einige von uns scheinen männliches Blut in ihrer Haut zu haben. Die meisten Waldläufer sind Erkundungsturm Wald. Üble Kreaturen. Seit dem zurzeit keine Bogen geben können. Unsere Lehrer befinden sich zurzeit auf Patrouille. Kommt bitte zurück. Bereinigt es, okay. Verkauft elfische Bögen. Leider muss ich euch enttäuschen. Im Wald. Ja, Dunkelwald im Süden soll dorthin gehen. Gewarnt. Ein Corona-Risiko gibt es. Gerüchte fieser gefährliche Kreaturen. Das war eine Geiselnahme. Ja, er bat mich Hilfe. Unglücklicherweise sind alle meine Fahnenkrieger. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht. Danke für den Rat. Gut, also der hat uns die Rolle gegeben. Kann das sein? Elfen. Nice. Wieder eine mehr. Wer bist du? Du bist einfach so ein normaler Dude. Okay, die sind noch so Leute, die mit uns reden. Wahrscheinlich Elfenkind. Ich will jetzt nicht die Leute ausrauben, weil ich glaube, die können was dagegen haben. Jetzt aber ein Keller. Ist das quasi das Gefängnis für die Elfen? Nein, Schießkeller. Okay. Das ist ein Schießkeller, alles klar. Aber hier würde ich jetzt doch mal gucken, ob ich hier mal die Fässer ausräumen kann. Ja, der hat nichts dagegen. Alles klar. Dass ich mich ein bisschen bediene. Der hat sich gelohnt. Hier ist ansonsten nichts weiter. Aber hier scheint es irgendwie. Na, ist manchmal vielleicht auch nur eine. Ich würde sagen Vater Morgana, aber irgendwie eine Einbildung. Ich wollte vor allen Dingen. Intelligenz, Lebenskraft. Ist mehr Lebenskraft und Feuerresistenz. Ich glaube, das ist besser. Rüstung 80, Haltbarkeit 9. Bisschen weniger Intelligenz, aber die Feuerresistenzbonus ist, denke ich, nicht ohne. Das werde ich mal hier kurz speichern. Wenn wir nicht noch was von Schlösser knacken, wie weit haben wir das jetzt? Wir haben noch irgendwas. Ah ja.
So. Speichern. Vielleicht kriegen wir das Area auf. Das wäre gut. Sehr gut. Giftresistenz zur Konstitution. Was für eine Schuhe haben wir denn eigentlich? Die haben noch Rüstung 50, aber Stärke und Giftresistenz. Ja, weil wir es reingetan haben. 4 zur Konstitution und mehr Rüstung, aber das, die Konstitution macht das nicht wieder wett. Und hier draußen gibt es auch nur noch so Schießübungssachen. Okay, haben wir zumindest eine Schriftrolle dazu gewonnen. Und hier kann man wahrscheinlich auch nichts mehr. Okay. Nichts weiter verlangen. Wir haben eine Schriftrolle und ein bisschen Ausrüstung. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch dieses Gebiet, klären wir noch. Also schön wäre natürlich, wenn wir heute noch ein Level up haben, weil dann haben wir dann dieses wichtige Stufe 16 geschafft. Für diese Stahl-Skelettwand-Dingsterbums. Ah, hier ist diese Höhle. Moment. Er kämpft gegen irgendjemand? Gegen Spinnen. Okay. Das ist ein Höhleneingang. Ich weiß gar nicht, was das für eine Höhle ist, ehrlich gesagt. Haben wir doch gerade mal reingucken. Ich erinnere mich an diese Höhle nicht. Aber wahrscheinlich gibt es da Spinnen, würde ich sagen. Auf jeden Fall jede Menge dieser giganten Spinnen da hinten. Gut, dass wir schon so viele Skelette haben. Oh, da ist eine große Spinne. Okay, eine mutierte Spinne. Das bringt auch richtig krass hier Erfahrung. Okay. Schatzkarte. Davon gibt es mehrere, glaube ich. Ja, genau. Davon gibt es, glaube ich, 4, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe eine seltsame Karte gehört, deren Einzelteile überall in der Welt verteilt sind. Ich bin gespannt, wo sie mich hinführt. Das heißt, wenn ich alle Teile finden kann. Ich glaube, es gibt halt 4 Teile. Einen haben wir jetzt mal schon mal gefunden. Das ist ja nicht schlecht. Das wäre was, wo ich zur Not wahrscheinlich auch mal googeln müsste. Weil wer weiß, ob ich da alle finde. So, einfach so. Wir könnten auch mal speichern jetzt, weil wir das geschafft haben. Immer gut, hier ein bisschen zu speichern. Gerade wenn ich gebietend bin, wo ich nicht mehr so die Erinnerung habe. Und das wird jetzt immer mehr so werden, dass ich in Gebiete komme, an die ich mich nicht erinnere. Gilde der Walde. Gut, dass wir die Elfen-Schriftrolle schon haben. Brauchen wir sicher. Also haben wir sicher dafür jetzt gebraucht. Nice. So, hier ist der Weg. Ist hier noch was? Nee. Hier gab es doch gerade noch einen roten Punkt. War auch noch eine Spinne. Im Haus muss man, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Wenn wir uns da dumm anstellen, töten die Geiseln. Weiß nicht, wie da genau die Lösung da war. Natürlich gab es eine Lösung. Dass sie nicht sterben müssen. Dass das Haus... Nee. Oh, noch ein anderes Haus. Ist das so groß? Das ist so groß. Riesenhaus. Wenn wir durch die Vordertür kommen, dann töten sie die einfach. Ziemlich sicher. Wir haben Schlüssel für die Hintertür. Holy shit. Der war
Ganz schön krass drauf. Aber da habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist einfach rausgekommen. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren. Aber das war ein Trolljäger. Ich glaube nicht, dass der was mit den Geißeln per se zu tun hat. Moment. One hit, Alter. Elftausend. Wow. Ich glaube nicht, dass wir die Geiselnehmer jetzt einfach so kriegen. Da haben wir jetzt ja schon übelst Probleme gehabt. Aber okay, wir können es probieren. Noch mal speichern. Es gibt zwei Türen hier. Ein paar haben wir ja erwischt schon. Das tat gut. Okay. Okay. Noch mal speichern. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Herrlich. Wer seid ihr, Fremde? Ihr seht nicht aus wie Banditen, bin ich auch nicht. Ja, ich glaube, ihr könnt eine Pfanne gebrauchen. Aber ihr habt keine mehr. Ja, und eine Karotte. Let's go. Ich bin hier, um mich zu retten, aber könnt ihr einen Tipp geben? Ja, ich wüsste, mein Sohn in der Küche war, als diese Banditen kamen. Um ihnen Zeit für die Frucht zu verschaffen, verschloss sich die Tür zwischen Küche und Stube. Der Schlüssel liegt nun auf dem Tisch. Vielleicht habt ihr Verwendung dafür. Nehmt euch nach, diese Kerle sind skrupellose Mörder. Vielen Dank. Das ist fest verschlossen. Lass mal gucken, ob wir das dann mit irgendeinem anderen Schlüssel noch aufkriegen, der irgendwo ist. Ansonsten müssten wir versuchen, dass... ja, also an sich wäre es ja natürlich geil, wenn wir jetzt nochmal vorher uns heilen würden auch. Ich denke, wir gehen kurz zurück, verkaufen irgendwelches Zeug und können uns ja, beziehungsweise das können wir ja vorher machen. Farmland. Lass mich mal machen. Mal zwei mit. Wie wiegen die denn? 100 in Summe. Na, ganz schön, danke. Wann ist hier auch ein Bett hin?
Ne, da haben wir hier jetzt auch mal ein Bett. Okay, gibt es irgendwas, was ich noch identifizieren muss? Eine Rüstung oder so. Beziehungsstufe 2 braucht das. Okay. Wer macht Giftresistenz und Stärke? Gewandtheit, Konstitution, Magie. Ja, okay, der heißt deutlich besser noch, ne? Also. So. Was ist das? Tränke sind gut, das haben wir jetzt ja festgestellt. Es geht auch ganz schnell, dass man ganz viele Tränke braucht. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Okay, ein Pfeil. Amulett ohne Wert. Alkohol. Jede Menge Alkohol. Und auch teilweise diese illegalen Lieferungen an die Soldaten, die es auch nicht mehr gibt. Also die Soldaten gibt es nicht mehr, will ich damit sagen. Alles klar. Ich hoffe, wir sind stark genug für die. Was wir auch schon alles haben, ey. Also mir ehrlich gesagt nicht mehr brauchen ist dieses Buch über den Typen hier. Wer ist Pfad des Lebens? Das können wir eigentlich irgendwann mal. Ich speichere nochmal. und würde jetzt noch ein paar Skelette beschwören. Wobei, ich weiß nicht, ob die ja. Komm schon, ey. Ich hänge gerade hier fest. Oh, das ist nervig. Ich will nur zu der Tür gehen und ich krieg's nicht hin. War ich gerade soweit. Okay. Jetzt aber. das Spiel. Der will nämlich außen rumgehen dann. Wunderbar. Wer seid ihr? Ungünstigen Zeit. Wie bitte? Ach du Scheiße. Wir probieren von vornherein zu gehen. Die können die Geiseln eh nicht mehr töten. Also das von hinten zu überraschen, bringt jetzt nicht viel. Wenn noch stärker bin. Es ist mir die Frage, wo werde ich jetzt noch stärker? Ich könnte mich zum Zwergen teleportieren und dort noch ein bisschen Richtung Süden gehen. Es gibt ja noch die den ganzen Bereich hier. Gibt es noch Wege und so. Da gibt es erfahrene Orks teilweise. Also das ist hier so ein Dreieck. Der geht dann hier hin und ein Teil geht dann dahin. Das sollten wir machen. Das hier müssen wir für später uns aufheben. Da, das bringt jetzt nichts. Haben wir festgestellt. Einen Trolljäger kriegen wir hin, aber nicht. Nicht wie viel waren das jetzt? 5 und noch der Anführer, also. Das ist dann doch zu viel.
Gut, leveln wir noch ein bisschen auf den Wegen hier. Und genau, da gibt es ja dann auch noch einiges zu machen und erkunden hier. Hier nehme ich noch einen Weg nach rechts, glaube ich, irgendwann. Ach, Moment. War nur auch, ja. Ja, die bringen auch 1000 oder sowas. Das ist jetzt eher unser Stärke-Level sozusagen. Auch mit Aran, okay. Kein erfahrener Ork, was das war. Geht auch gut rein. So. Jetzt die Frage. Genau, hier ist jetzt das und genau hier gabelt sich der Weg auf. Hier ist das, was ich meine. Gabelt sich hier in mehrere Richtungen auf. Das eine geht zum Dorf. Das andere nicht. Wir nehmen mal das erstmal. So. Ah, ich erinnere mich, die hatte ziemlich gute Waren auch. Und jetzt so Dinger. Einen mittleren. Schade, nur Mittel. 600 Tacken. Haben wir jetzt nichts. Ich sehe das Licht. Was habt ihr gesehen? Ist Abenteuer umhüllt von Licht und Probleme der Universum. Oh nein, nein, die Visionssage überwältigend. Seht mir, was ihr seht. Nein, geht hinfort. Aber Ruhe bitte euch an. Bringt Freude, bringt Schmerz. Ich vermag was. Okay. Hier. Ein bisschen verwirrt. Das mal nett ausdrücken. So, da kommen wir jetzt nämlich. Okay. Ist der Weg, den ich denke, der das ist oder nicht? Ich bin mir unsicher. Wir müssen nämlich da hoch auch nochmal alles hoch tun. Ah! Außenposten da. Oh nee. Sand. Sieht man mal, wie sehr ich das noch kenne. Not. Alles schon wieder vergessen hier. Auf jeden Fall noch ein gutes Gebiet hier hinten, um das noch alles zu erkunden. In diesen Plateaugebieten nenne ich es mal. You don't mind me. Du. Genau, und da gibt es dann noch einzelne Plateaus zu erkunden, also das ist auf jeden Fall noch was. Und wie gesagt, ein dieser Wege, das muss jetzt nicht der sein. Ui. Unter ihnen. Meine Güte. Typen irgendwie kaputt kriegen. Ohne dran zu sterben. Nicht zwei. Okay. Ja, dich müssen wir. Ne, später jede Menge von euch, wenn ich dann stärker bin, aber jetzt im Moment. Reicht, wenn ich euch kaputt kriege. Also die haben Verteidigung. Wieder nichts rein. Ich
komm. Halt, schön, wenn du mal sterben könntest. Oh, da fehlt mir einfach ein bisschen Gewandtheit hier, ne? Oder Attacke. Wie auch immer man das nennen will, halt, dass ich doch treffe. Ich kann nur mal ein Skelett treffen, ja? Okay, oder so. Meine Güte. Das war schwer. Erstmal speichern. Puff! Ihr seht, wir haben noch einiges vor uns, was an Stärke angeht, weil später müssen wir ganze Horden von solchen Elite-Orks kaputt kriegen. Jetzt haben wir das soweit erkundet, jetzt könnten wir dieses Plateau erkunden. Genau, das machen wir jetzt auch. Es gab ein Plateau, wo ein bisschen was passiert ist. Ich weiß nicht, war das dieses hier? Altes Schlachtfeld, Nordosten. Berühren des Steins verboten. Ja, könnt ihr erraten, was wir gleich machen. Würde ich mich aber vorher nochmal heilen. Das könnte aber, wie gesagt, ganz nett werden, ja? Ich erinnere mich, was das hier war. Altes Schlachtfeld, ich kann es mal sagen, da gibt es dann nochmal Skelettgegner, aber halt bessere. Überlevelige. Wow. Na, und das ist natürlich auch ganz nett mal. Neue Gegnertypen, nicht immer nur Schlangen, Orks und Wildschweine. Hier gibt es immer noch Erfahrung, ja. Ich will jetzt nicht unbedingt handeln, oder? Nee, lohnt es nicht. Ich will nur voll Leben haben wieder. Und Mana, natürlich. So. So. Mir trotzdem schon mal alles andere. Altes Schlachtfeld. Norden. Berühren des Steins verboten. So was in der Art haben wir schon mal gehört, ne? Okay. Wah. Und mal das Klicken des Gegners ist das Schwerste. Das sieht eigentlich gut aus, dass wir vielleicht sogar in der Episode noch ein Level abbekommen. Die Frage, ob wir dann noch die Zeit haben, diese anderen Sachen zu machen. Also ich glaube nicht, dass wir selbst mit Stufe 16 diesem besseren Zauber stark genug sind für den Trolljäger. Aber für die, also für diese Diebe, wie das heißt. Ich denke für ein paar andere Sachen sollte das reichen. Zum Beispiel den Trollkönig in seiner Höhle. Da gibt es ja schon so viele Leute schon wieder. Insekten und alles mögliche. Schlangen. Also schade, dass das für den bei dem Elfen kein besserer Bogen war. Also der hat einfach schon mehr Schaden gemacht, ja. Aber wenn wir langsamer schießen, bringt es dann auch nicht mehr Damage per Second oder wie man so schön sagt. So stetischer Schaden sozusagen.
Wo ist dieser Stein jetzt eigentlich? Ach, hier. Das müssen wir auf jeden Fall vorher speichern. Weil gleich ist hier die Hölle los. 1, 2, 3, 4. Altes Schlachtfeld. Ihr seht, hier ist einiges los. Langsam einkämpfen wieder. Es gibt halt einen Beschwörer, der auch Beschwörer beschwört. Vor allem Kills, ja. Sache. Alles. Oh. Wenn man permanente Leute zurückkriegt, ist natürlich auch gut. Der ist fast tot. Hab ihn. Und dann ist quasi fast Ruhe. Jetzt müssen wir noch die beschworenen Beschwörer zurückkriegen. Dann haben wir Ruhe hier. Sehr gut. Wow. Jetzt hätten wir sagen, wir Skelette beschwören, die Skelette beschwören. Also ihr seht, das kann dann ganz schnell eskalieren. Aber ich glaube, wir haben es einigermaßen gelöst. So. Nicht ganz Level up, ne? Aber es sind noch ein paar Gegner da. Immer noch eine Schlange überlebt, okay? Ich glaube, die hätte ich jetzt mal alle. Da ist noch eine Summon. Das noch. Immer noch, es gab mehrere Kriegsherren hier, okay? Ich glaube, das war nur einer. Immer noch eine Schlange. Wo haben die sich denn noch rumgetrieben? Mein Bogen ist fast kaputt wahrscheinlich. Okay. Skelette killen Skelette. Meine Gewinn. Schön. Gibt's hier noch mehr, die hier so rumtingeln? Muss ja noch ein bisschen so grob mal gucken. Warte mal, mir sind zwar gerade das alles schon abgegangen, aber wie gesagt, jetzt wurden ja noch Sachen beschworen. Hier, da noch einer. Sehr gut. Wir sind jetzt so nah am Level up, dass ich fast sage, wir könnten in das Gebiet von am Anfang von den Orks gehen. Noch nicht in die Falle tappen. Und dann kriegen wir das hin. Altes Schlachtfeld. Ihr seid gewarnt. Berühren verboten. Ja, zum Glück haben wir das nicht gemacht, ne? So. Und solche, ist halt nett, dass es überall auf der Welt solche kleinen Sachen zu gibt, wie hier. Dass man einfach so auf ein Plateau geht und denkt sich, oh shit. Was habe ich jetzt gemacht? Wir können vielleicht noch das kleine Plateau da oben erkunden. Dann haben wir auf jeden Fall das Level up. Ich würde auch mal einen kleinen Heiltrank trinken. Mana-Trank. Nur, dass wir genügend Skelette beschwören können. Um am Leben zu bleiben. An sich sind das ja da keine schweren Gegner. Ich glaube, das sind es nur... wie heißt's? Nur... Eber und so ein Kram. Und Schlangen kennen wir jetzt ja.
Da gibt es auch noch Waffenständer, aber die wegzunehmen, das wird schwer. Dass man vielleicht nicht keine Erfahrung weggenommen wird von den Typen. Jetzt auch nicht der Weltuntergang, aber schön ist, wäre es auch nicht. Komm. So. Na komm. Ich hab noch gerade getroffen, ja, wollte gerade sagen. Das, manchmal ist ja das Terrain im Weg, aber jetzt gerade eben habe ich ja schon getroffen. Noch irgendjemand? Ja. Na komm. Nice. Hat gar nichts gesagt diesmal. Skelettwand. Let's go. Wo ist es? F2, F3. So. Da gehen wir dann nachher. Aber wir haben noch Zeit. Bisschen. Das ist die Frage, haben wir genügend Power, um diesen Trollkönig kaputt zu machen? Da müssen wir auch den suchen, das Quest suchen für den. Wo es dann hinführt. Und hier ist auch ein Teleporter, merke ich gerade. Den müssen wir auf jeden Fall markieren. Der, gibt's, der führt uns dann zu einem anderen Teleporter, aber da ist ja mitten im Nichts. Da kommen dann jede Menge Gegner jetzt. Will ich jetzt nicht. Uah. Jetzt gerade haben. Oh. Ich wollte mich eigentlich heilen, aber hier sieht man es gleich mal. Dann hat man dann so viele. Ich wollte mich nur heilen. Ich muss mir das umgewöhnen, dass ich das jetzt auf einem anderen Knopf habe. Ich will die Beschwörungssachen immer vorne haben und dann hinten die Heilung. Okay. Na, mal gucken, wie weit wir noch kommen heute. So, dann hätten wir das jetzt zumindest erkundet. Jetzt markieren wir mal noch den Teleporter. Ungefähr genau, wo wir stehen. Teleporter. Okay. Wir werden jetzt mal speichern. Und die Pyramide benutzen. Ohne sie auf den Boden zu legen. Bisschen Ausrüstung aus. Ach komm. Nichts Weltbewegendes, aber wenn wir einmal hier sind. Komm. Axt ist schwer, das ist schwer. Ja, einfach jede Menge Kleinkram. Ne, mach's gut. Und jetzt werden wir uns zurück teleportieren. Zu Alaroth. Ist interessant, dass da noch die Assassinen rumlegen, die uns Elrad auf den Weg geschickt hat. Und jetzt gucken wir mal, ob wir stark genug sind für die Falle. Ist doch hier, genau. Speichern. Wie gesagt, da kommt ein ziemlich krasser Gegner auch dazu. So. Jetzt sind wir noch 1000, interessant. Will auch nicht gehen. War noch nicht nah genug anscheinend. Interessant. So, gleich könnten wir dann mal speichern. Wenn wir jetzt näher ran sind. Wie gesagt, da kommt ein ziemlich fieser Gegner auf uns zu. Wenn wir das so hinkriegen.
Ja, können wir trotzdem dabei ein bisschen das Gebiet erkunden. Nochmal speichern. Paranoia und so. Ja, jetzt. Warek Zikul, dummer Mensch, hereinfallen auf unser Trick. Tötet die Schweinehaut. Wie gesagt, der Trommel selbst. Die Orks sind rum, machen wir trotzdem erstmal weg. Und wir leben da. Und wenn wir jetzt nicht so viele rundherum hätten, die auch Schaden machen, hätten wir nie eine Chance. Der ist nämlich stärker als die anderen Trommel, die wir schon hatten. Gut. Es gibt noch ein Orklager, was auch ein bisschen stärker ist als der Rest hier. Und dann mal gucken müssen. Oh. Na, 11 Erfahrungen, immer noch lustig. Sobald haben wir es, dass wir keine Erfahrung mehr kriegen von Fröschen und sonstigen Sachen. Na? War da gerade einer. Naja, den kriegen wir noch. So. Stahlkrieger. So. Wie gesagt, es gibt hier noch ein Ork-Lager. Ich glaube, das ist nicht direkt am Wasser. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Also, können wir auch einfach hier lang gehen. Oh. Ich weiß nicht, dass es noch eine Trommel gibt. Good luck, Bro. Lustig. Also an den Trommler kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. Es gibt wie gesagt noch ein Lager mit einem erfahrenen Krieger und sowas. Also der ist auch stärker als die normalen erfahrenen Orks gewesen, die hier sonst so rumlaufen. Den gibt es auf jeden Fall noch. So. Na gut, würde sagen, machen wir das kleine Gebiet jetzt noch fertig, gehen Richtung Trollhöhle und beenden die Geschichte dann heute dort. Und beim nächsten Mal machen wir uns dann an die Trolle. Das wäre eigentlich sinnvoll. So. Reißen das Gebiet so nach und nach ein. Dann haben wir dann alles erkundet. Ja, alles Erfahrung, die wir noch mitnehmen. Die Erfahrung nimmt dann irgendwann ja auch rapide ab, die wir bekommen für die ersten Gegner. Deswegen ist das so wichtig, dass man die am Anfang, dass man die killt zu der Zeit, wo sie auch noch Erfahrung bringen. Zum Ende nimmt sich dann nichts, weil dann kriegt man von den anderen Gegnern mehr Erfahrung. Mit dem Erfahrungsskalieren. Das ist der Grund, warum dieser eine passive Skill, der die Erfahrung erhöht, die man bekommt, nichts bringt. Weil wenn man mehr Erfahrung bekommt... Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Das muss ich mir merken. Verschlossene Truhe. Weil das einfach mitlevelt. Wenn man stärkere Gegner killt, kriegt man mehr Erfahrung und irgendwann kriegt man halt für die Kleinen keine Erfahrung mehr. Deswegen ist das egal, ob man für die 5% mehr Erfahrung kriegt, dann levelt man halt schneller und dann kommt man schneller an den Punkt, wo man halt keine Erfahrung mehr bekommt. Das ist halt ein bisschen witzlos dann. Das ist der, weißt du, meine? Ein verdammter Mensch in unserem Lager. Stehen bleiben, Männer. Ich bring ihn selbst um. Orkset heißt das sogar, aber dem, was wir jetzt sonst so gewöhnt sind, ist der jetzt natürlich nicht mehr so stark. Ich bin erschöpft. Hat trotzdem ordentlich reingehauen, so ist es nicht. Mal gucken,
Unsere Skelette haben nämlich auch einige schon gekillt. Und ihr, erinnert ihr euch noch von damals in den Katakomben, als die Orks uns gewarnt haben, geht man nicht nach oben. Das ist das Lager von den Orks, vor denen die uns gewarnt haben. Wenn man nämlich hier reinkommt, kommt man genau hier raus. Ja, und ich würde sagen, hier ist ein guter Punkt in diesem Ork-Lager. Hören wir auf. Und das nächste Mal, also wir können auch die verschlossene Truhe, da müsste ich hingucken. Ich dachte, ich finde hier vielleicht einen Schlüssel, finde ich nicht. Das machen wir noch. Und zwar, wenn ich jetzt das mache und das, das und, okay, Misslung, krass. Gut, dann beenden wir einfach im Ork-Lager und wissen, dass da eine ziemlich krasse versteckte, verschlossene Truhe ist, die wir jetzt noch nicht aufkriegen. Das nächste Woche kümmern wir uns um die Orks und erkunden dann in dem Bereich, wo wir jetzt am Ende waren, wo diese Skelette waren und alles, da gibt es noch ziemlich viel, da erkunden wir dann weiter. Gut, Freunde, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!